alle Welt geschätzet würde. Und diese Schätzung war die erste und geschah zu der Zeit, da Quirinius das Pfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sie schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zu der Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weib.
Heerschar, die lobeten Gott und sprachen.
preiseten und lobeten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten wird, Amen.
Fleißig nach dem Kindlein, nach dem Kindlein. Und forschet fleißig nach dem Kindlein, nach dem Kindlein, nach dem Kindlein. Und wenn ihr's findet, so saget mir es wieder, so saget mir es wieder. So saget mir es wieder, wieder. So saget mir es wieder, wieder. Dass ich auch komme, dass ich auch komme und es anbete. Und es anbete, und es anbete. Wurden sie hoch erfreut und
hinweggezogen waren. Siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, Josef, steh auf, steh auf. Herodes sah, dass von den Weisen betrogen war, ward sehr zornig und schicket aus und ließ alle Kinder zu Bethlehem töten und an ihren Grenzen, die dort verjährig und drunter waren. Nach der Zeit, mit Fleiß von den Weisen erlernet hatte. Da ist erfüllt, das gesaget ist durch die Propheten Jeremias. Da spricht auf dem Gebiet ein Geschrei gehört, viel Klagens,
Todes gestorben war. Siehe, da erscheint der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach. Das Kindlein und seine Mutter zu sich und kam in das Land Israel. Da er aber hörte, dass Archelaus im jüdischen Lande König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtet er sich dahin zu kommen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog an die Orte des galiläischen Landes und kam und wohnte in der Stadt, die da heißet erfüllt würde, was da gesagt ist durch den Propheten. Er soll Nazarenus heißen. Aber das Kind war stark im Geist, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Dank sei dir, alle Herr!
Thank you.
ein Patres nostros Abraham. Sie kommt, Locutus est. Locutus est ein Patres. Ein Patres nostros Abraham. Et seminius in Fecla. Et seminius in Fecla, in Fecla. Thank you.
solum per vidiam in Jesu.